Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen da zurück zu Stoneheart. Wir sind gegenwärtig dabei, hier unsere Festung auszubauen. Und hier wird schon wieder fleißig gehämmert. Sehr schön. Sonst haben die auch nichts Besseres zu tun. Und ich hoffe mal, dass wir bald wieder weitere Leute dazu bekommen. Also, damit wir noch einen weiteren Krieger ausbilden können. Und so weiter und so fort. Goblin? Ach da. Weißt du was? Dich fangen wir einfach mal direkt ab. Wo ist er hin? Hallo? Goblin? Anscheinend mag er nicht. Nun gut. Lassen wir es. Wie kriege ich das Ding da wieder weg? Indem ich einfach jemanden anklicke, gut. Und einen Herbalisten würde ich auch gerne mal ausbilden. Aber ja. Dazu brauchen wir wirklich mehr Personal. Falls man es so nennen darf. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Betten haben wir mittlerweile. Das reicht vorerst. Unsere Halle ist ja wirklich noch richtig groß. Gekocht wird ja auch schon reichlich. Schauen wir uns mal dich genauer an. Na, guck mal, du kannst mittlerweile einen Backofen bauen. Na dann, crafte mir einen Backofen, wenn du mit dem ganzen Zeug durch bist. Dann können wir ja etwas backen. Jo, wie zum Beispiel ein Brot. Gut. Unser Schmied ist ja auch sehr gut unterwegs hier. Wie geht's denn eigentlich meinen Bäumen, die wir gepflanzt haben? Ja, da hat sich noch nicht viel getan. Oh, guck mal. Der verkauft was Interessantes. Ich kaufe mal ein bisschen von deinem Leder an. Hast du hier Pollo-Federn? Na komm, nehmen wir auch mal ein bisschen was. Ein bisschen Wolle kann ja auch nicht schaden. Pelze brauche ich jetzt nicht. Ein Teppich. Aber wegen zwei, ich weiß nicht. Da kaufe ich lieber dein ganzes Leder und deine ganze Wolle auf. Und dann zwingen wir dich, noch irgendwas von unserem Müll zu kaufen. Weil das kann ich ja schleunigst nachproduzieren. Genau, nehmen wir ein bisschen was davon. Verkaufen wir einfach mal das ganze unnütze Zeug. Feindresser, Wundenresser. Rohstoffe möchte ich jetzt nicht verkaufen. Ein paar Saplings kannst du haben. Weil die wachsen ja bald wieder nach. Ein Wundenschwert. Ein paar von diesen Gerätschaften. Die kannst du alle verkaufen. Genauso wie das ganze Zeug hier. Genau. Das wird einfach nachproduziert, sobald es benötigt wird. Genau. Kisten möchte ich behalten. Die hölzernen Türen brauche ich auch nicht mehr. Goblin. Ja, du kannst mal wieder gehen. Oh, die haben hier ein richtiges Nest aufgebaut. Also gut. Schlagen wir zu. Nein, genau so. Den machen wir platt. Wenn wir mit dir fertig sind, dann nehmen wir noch euer Nest hier auseinander. Du hast doch wohl keine Angst vor dem, oder was? Ach, guck mal. Hallo? Machen doch platt. Rennt doch nicht ganz weit weg. Und dann machst du hier weiter. Wenn wir schon dabei sind, dann können wir das ganze Loot hier looten. Mhm,
Blümchen pflücken. Warum denn nicht? So, und der ist ja auch so gut wie erledigt. Und weg ist er. Und da wird direkt noch das Campfire zerkloppt. Wieso will der die ganze Zeit wegrennen? Ich dachte, es gab erst kürzlich einen Patch, welcher das ganze Kampfsystem verbessern soll, aber verbessert wird da nicht so viel. Nun gut. Oh, guck mal. Was wollt ihr auf meinen Feldern? Wachmann? Renn. Die fangst du schon ab. Wird ja heute wieder eine sehr kampflastige Folge. Ja, vor allem, wo der sich jetzt so defensiv verhält, brauchen wir höchstwahrscheinlich definitiv unseren Kämpfer viel schneller als, ja, als irgendetwas. Wir können natürlich erstmal beim Weber vorbeigucken. Dass du mir noch was herstellen kannst. Naja, du kannst da nicht durchgehend was produzieren. Genau, 30 von den Dingern hier. Dann noch 2 Leder. Und ein paar von den Teilen hier. Genau. Wenn du damit fertig bist, dann produzieren wir dir ein paar Klamotten. Und ich glaube, der neue Tag graut. Na, guck mal. Ein Wooden Sword ist da. Wie leer das plötzlich das Lager ist, ne? Nachdem wir so viel verkauft haben. Was mich auf die Idee bringt, dass wir hier gar kein Holz mehr haben. Und seht ihr? Das ganze Holz wächst. Was mich dazu bringt, dass wir erstmal das ganze Holz hier abreißen, abfarmen. Vielleicht hier oben auch noch. Na, die paar Bäumchen können hier stehen bleiben. Das ganze Zeug möchte ich gerne weghaben. Farmer Upgrade, wunderbar. Ach, wie ihr hier alle auf dem Feld rumhockt. Und jetzt werden wieder 500.000 Sepplinge angeliefert. Nun gut, nun gut, nun gut. Steinmauern könnte man noch ein paar produzieren lassen, genau. Daily Update. Yes, wir bekommen einen neuen Bewohner. Juhu. Wo bist du? Hier. Oh, da hat sich der nächste Goblin angesiedelt. Nun gut, warum denn nicht? So, dann machen wir aus dem nächsten, naja, aus der neuen hier vielleicht. Aus dir könnte man den Change Job. Jo, herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt Herbalistin, Jufa. Ja, da rennst du direkt weg. Wundert mich nicht. Ah, ich hätte vielleicht einen Töpferer machen sollen. Das wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Moment, da wollte ich nicht reinklicken. So, du kannst doch bestimmt auch was bauen. Ein Herbalist Lab, genau. Dann kannst du mir Heiltränke ohne Ende produzieren. Ich glaube, wir heben dir auch direkt mal irgendwie eine eigene Kammer aus. Oder das wird das Herbalist Lab. Von mir aus, warum denn nicht? Ich weiß nicht, die Töpferei, die könnte man doch irgendwie hier mit dem Steinmetz verbinden, oder? Dass wir die einfach hier hinten irgendwo anbauen. Dann das Schmiede, damit wir den Berg halt besser nutzen. Wobei, hier gibt es die besseren Ressourcen. Ich baue hier erstmal einen langen Gang rein. So, und hier kommt dann das Herbalisten-Lab rein. Gut. Dann kannst du mir hier noch einen weiteren Raum ausheben. Wenn du schon dabei bist, hier ebenfalls.
Wie schaut es eigentlich hier aus? Kommt die hier voran? Ja, doch. Naja, mit der Schatzkammer tue ich das jetzt nicht verbinden, mit der Vorratskammer auch nicht. Was wir allerdings machen könnten, wäre hier mal eine Tür reinsetzen. Türen habe ich zum Glück noch genug. So. Genau hier hin. Wunderprächtig. Und hier wird ja unser Gold gesammelt. Wo wurden die Abbauarbeiten beschleunigt oder? Naja, mal gucken. Arbeitet da erstmal schön fleißig. Und langsam juckt es mich in den Fingern, hier doch irgendwie eine Hütte hinzustellen. Man kann ja alle Arten von Häusern bauen. Also, ja. So ein paar Unterkünfte. Oder eine Esshalle etc. Also eine Cafeteria so gesehen. Oder man kann sich auch seine eigenen Häuser designen, aber das habe ich noch nicht so ganz gerafft. Das checke ich irgendwie nicht. Deswegen lasse ich da mal die Finger davon. Ja, vielleicht werden wir uns später damit noch beschäftigen. Ich weiß es nicht. Mal abwarten. Erstmal sollen die hier richtig gut in ihrer kleinen Höhle wohnen. Und es ist wieder Essenszeit. Wo ist mein Ofen? Ofen? Ich habe doch einen Steinofen in Auftrag gegeben. Hier. So. Nein. Bleib's da mal weg. Den Ofen hätte ich gerne. Wieso geht jetzt dieses Fenster immer auf? Dass die immer Rohkost verspeisen, das wundert mich dann auch irgendwie. Was wir allerdings machen könnten, wäre etwas mehr Korn. Mehl gibt es leider nicht. Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr Weizen anbauen. Nein, Zonen hier. Elf auf elf. Gut. Wheat. Ab dafür. Dass wir erst so wenig Steine bis jetzt haben. Habe ich so viele Steine schon verbauen lassen. Nun gut, auf jeden Fall baust du mir auch noch ein paar Wände. Ich meine natürlich Mauern. Von mir aus so 40 Stück. Was passiert eigentlich, wenn uns hier das... ja. Der Platz ausgeht. Guck mal, ich habe ja noch ein paar Wände. Zäune. Die platziere ich direkt nochmal schnell. Und zwischenzeitlich baut er neue, damit ich ja nicht fertig werde. Ja, so ist er. Weißt du was, da bauen wir jetzt mal so ein Fencegate hin. Man hier mal eventuell durchgehen kann. Weißt du was, jetzt ist hier hin. Dann nehme ich hier noch sowas hier. Bitte mal kurz wenden. Dann verbinde ich das da mal. Das dann so aussieht, ich weiß es nicht. Dann kommst du mal hier hin. Und wirst hier hin platziert. Ja. Wunderbar. Ja, ganz so schick, wie ich es mir vorgestellt habe, sieht es nicht aus. Das macht ja nichts. So, wieder wenden. Und dann können wir da einfach weiter basteln.
Das läuft dann. Wieso gehst du hier immer auf? Ich glaube, ich spinne. Das ärgert mich gerade schon irgendwie, dass das Teil immer aufgeht. Willst du das kaufen? Wir haben nichts zum Verkaufen. Wir könnten mal ein bisschen Brot backen. Ja, so schaut's aus. Da bekomme ich 5 Stück raus. Sehr schön. Oh weh, da kannst du ja auch noch reichlich nachkochen. Immer beschäftigt halten die Leute hier. Nicht, dass sie übermütig werden. Hier eine bessere Rüstung. Das Ding haben wir. Das Ding haben wir. Dann wird es wohl Zeit, sowas zu bauen. Haben wir mal direkt 2. Bessere Cappies. Mach zumindest eine. Oh, für den Bogen ein Köcher. Ja doch, mach. Dekomaterialien sind ja auch in Ordnung. Wenn du schon dabei bist. Mach da noch mehr von dem Zeug hier. Ganze 29 Stück. Ja, du wirst niemals Feierabend haben. 3 Stück dürften da drin sein. Und dann nochmal 6 Stück von dem Zeug. Gut. Und die Schmiede. Sollte auch mal wieder schmieden, damit da wieder Platz reinkommt. Langschwert. Ja doch, gönnen wir uns mal eins. Oh. Davon basteln wir auch mal eins. Wenn du da schon dabei bist, auch noch ein paar Kupferbarren. Ob ich die jetzt brauche oder nicht, ist mir jetzt momentan egal. Hauptsache, wir haben ein bisschen was auf Vorrat. Davon kannst du immerhin 6 Stück bauen. Gut. Davon machst du mir 2. Und Silver Ingots. Jawohl. Mach einfach mal 12. Bald kannst du sogar Gold Ingots machen. So eine Säge. Und so ein Ritterschild vielleicht auch noch. Ja, damit bist du ausreichend beschäftigt. Moment, was sind das für Störgeräusche? Und es werden reichlich Füchse gefangen, wie es aussieht. Nun gut. Aber ich würde mal sagen... Ja, würde ich sagen, genau. Dass ich mich hier nochmal kurz umschaue und dann ist die Folge leider schon vorbei. Wie putzig das aussieht, wie die hier alle am Rumschlafen sind. Das ist so gesehen die Frühschicht hier. Und die Leute, die Nachtschicht haben, die arbeiten noch. Aber ich würde dann jetzt mal wirklich sagen, meine Freunde, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.